Hallöchen, hier ist die Dörte. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, ich habe es ja versprochen, ich bastel noch mal mit diesem Block. Ich bin weit weg von, der ist leer, also bastel ich noch weiter mit diesem Block. Aber jetzt erstmal 5 Karten. Ihr seht es hier schon, ich habe eine Shaker-Karte dabei, eine Pop-up-Karte, eine Aufstellkarte. Und ja, es wird sommerlich. Lass uns die Sonne genießen, Seele baumeln lassen. Für ein bisschen Sommerlaune. Ja, also wenn du jetzt neugierig bist, wie ich die Karten gebastelt habe, dann würde ich mich freuen, wenn du dran bleibst. Nach dem Intro geht's los. Ja, ihr Schnuckis, also ihr habt schon gesehen, was ich gemacht habe. Ich habe jetzt hier schon vor längerer Zeit mal einige Karten vorbereitet. Aus diesem Block hatte ich ja versprochen. Im Moment bin ich so null kreativ. Also ich habe keine guten Ideen, möchte aber trotzdem was machen. Und da bietet sich so ein Block natürlich an, wenn ihr den natürlich, also ich glaube, einige haben den noch. Der war ziemlich, damals ziemlich populär, ist schon etwas älter. Da ist auch eine Menge Holz drin, was man im Leben nicht verarbeiten kann. Ich habe mir aber die Mühe gemacht, also hier seht ihr das noch. Ich habe tatsächlich alle Stanzteile rausgedrückt und die Ränder abgeschnibbelt. Und auch diese, da waren ganz viele von diesen Kärtchen dabei. Ja, ich bin damals schon verzweifelt, das ist ja bestimmt schon 3 Wochen her. Das alle zu verarbeiten ist eigentlich fast unmöglich. Ich möchte das aber gerne versuchen. Dann hatte ich das so zusammengestellt und wollte heute mal anfangen und habe mir dann die Karten so angeguckt und also was ich so zusammengestellt habe und irgendwie festgestellt, ich hatte hier so einen elfenbeinfarbenen Cardstock und ich finde aber, dass das besser zu weiß passt, also zu hochweiß. Ich habe hier Cardstock von Neuser, den habe ich glaube ich auch unten verlinkt, hochweiß, das passt besser dazu und irgendwie habe ich auch festgestellt, dass das nicht so schön war, was ich da zusammengestellt habe und vor allen Dingen habe ich zu wenig Designpapier verwendet. Ich möchte das gerne verbasteln. Auch wenn das sehr, sehr schön ist, aber ihr wisst ja, was ich am meisten habe, ist und neben Sticker habe ich ganz viel Designpapier. Jedenfalls filme ich jetzt einfach mal mit und ihr werdet sehen, was ich davon beim Basteln euch zeige oder im Film zeige. Auf jeden Fall werde ich bestimmt mehrere Videos machen, weil ja, ist einfach so viel. Ja, jetzt fange ich mal an und nehme mir eben alle vorbereiteten Karten, die ich habe. Und schau mal, also hier hatte ich das schon gemacht und schau halt mal, dass ich Designpapier verwende. Hier hatte ich das schon mir zusammengestellt. Ja, und das werde ich dann im Nachgang sicherlich noch besprechen oder Musik drunter legen. Ja, für Karte Nummer 1 habe ich mir einiges zugestanzt, einen Aufleger mit den Brillen. Dann habe ich so ein Kärtchen genommen aus Holz, das habe ich rosa gemattet. Und jetzt möchte ich mir diese Teile, die Stanzteile, die ihr seht, einfach ein bisschen arrangieren. Ja, dafür klebe ich mir jetzt erstmal dieses Holzkärtchen, das ist aus diesem Kärtchenteil des Blockes, auf so ein rosa Stückchen. Ich glaube, das sind so ja die Brillen von hinten. Ich habe ja versucht, möglichst viel Papier auch zu verwenden. Und ja, aber erstmal kennt ihr ja schon von mir die Ecken ein bisschen anrauen. Denn ja, wie ihr sagt, alle drapieren, das dauert jetzt seine Zeit. Ich weiß noch nicht, ob ich den Streifen da verwende. Das probiere ich jetzt hier einfach alles mal aus. Ich lasse es euch aber drin, damit ihr seht, wie ich dann immer zu meinem Ergebnis komme. So, ja. Hier seht ihr auch mal, dass ich meine Liniensticker verwende. Ich hatte mir für dieses Video vorgenommen, eigentlich für jede Karte sowas zu verwenden, aber ja, dann waren wieder, wie gesagt, ich habe das ja nicht an einem Tag gedreht, sondern an 1 bis 2 oder 3 Tagen, weiß ich gar nicht mehr. Und ja, die Linien habe ich genau einmal verwendet hier bei dieser Karte. Ja, so ist es. Ansonsten seht ihr hier, dass ich eben auch ungeliebte Papiere und Reste kann man auch sehr gut als Unterlage für einen Aufleger nehmen, um den leicht erhöht aufzukleben. Hier in dem Fall auf die Höhe des Streifens, der darunter klebt. Ansonsten bringe ich meine Elemente im unteren Bereich des Auflegers oder des Holzkärtchens an, weil unten habe ich ja keinen rosanen Rand gelassen. Damit überdecke ich das und ansonsten bringe ich die Teile in unterschiedlichen Höhen an. Ihr seht hier auch unter den Aufleger oder eben mit Formtape etwas erhöht. Also auf jeden Fall ist das so eine Abwechslung im Bild, finde ich. Ja, zum Schluss noch das Besteck und Spruch, den habe ich außerhalb der Kamera gestempelt von Create a Smile, mein Lieblingsset.
lass uns die Sonne genießen, finde ich, passt hier sehr gut zu dieser Karte, weil es ja doch sommerlich frisch ist. Auch mit diesem Zitronenbowl-Dingsbums da. Und ja, genießen im Sinne von Besteck, ne? Essen. Ja, und jetzt mache ich noch überall auf die Glasteile Crystal Glaze oder manche nehmen auch Glossy Accent. Und hinterher bringe ich noch ein paar Nouveau Drops an. Und hier nochmal in voller Schönheit. Ich liebe diese Karte. Ja, ihr Lieben, ich habe vergessen, die Kamera anzumachen. Also ich habe hier schon ein Papierchen mit den Macarons hier. Also die Rückseite habe ich genommen von dem. Und habe das geprägt mit dem schönen Prägefolder von Sostrene Grene, den ich habe. Dann habe ich dieses andere Papier genommen. Ich glaube, nee, das ist egal. Auf jeden Fall hat das so eine. Diese Sache auf der Rückseite, wie sie jetzt klebt noch nicht richtig. Hier so ein Kärtchen, die Blümchen, noch so ein Fleckchen hier, weil ich finde, damit der Krug sich da nochmal absetzt. Dann habe ich hier dieses schöne Schild und als ich jetzt stempeln wollte mit Espresso, habe ich gemerkt, dass die Kamera ja nicht an ist. Der Stempel ist von Kaffee Constanze. Ich habe mir hier auch nochmal die Blümchen rausgesucht. Mal gucken, ob ich die noch so irgendwo hinstempel. Auf jeden Fall, dit anstelle von Blumen kommt halt diese Karte. Habe ich jetzt gedacht, stempel ich hier auf das Schild. Ich habe dann, damit ihr euch nicht zu Tode langweilt, das Ganze mal schneller gedreht. Ihr seht hier, wie ich die Dinge arrangiere. Unter anderem stempel ich jetzt hier auch mit den Blumen und zwar im Hintergrund ganz dezent in Savanne mit der zweite Abdruck sieht man kaum, aber macht das Ganze doch ein bisschen interessanter. Ja, ansonsten ist da nicht viel zu sagen. Erstmal nur, dass ich wieder wie bei der anderen Karte auch oder wie immer die Dinge natürlich in unterschiedlichen Dimensionen aufsetze. Also manche erhöht und manche flach, je nachdem, so dass das Ganze wieder ein bisschen spannender wird. Als Befestigung benutze ich diesen Brad, das ist ein ganz alter von Action. Und ich habe hier nochmal blaue Metallic Aquarellfarbe von Action, die ich dann noch ganz nicht nur dezent, sondern ziemlich viel in den Hintergrund stempel. Warum blau? Weil also ein bisschen blau in dem Strauß ist und es sonst nirgendwo vorkäme. Ja, währenddessen ist mir eingefallen, ach Mensch, ich finde es da unten so leer und werde jetzt noch ein paar Wachssiegel gießen, die ich dann auf diesen Krug setze. Hier seht ihr beispielhaft dieses Herz. Ich suche jetzt hier aus meinen vielen Wachsperlen so ein paar Farben raus, die eventuell passen könnten. Hier habe ich was Grauet, was Blauet, was Rosanet, was, ja, werdet ihr sehen am Ende. Auf jeden Fall mache ich es mir jetzt hier bei 20, 25 Grad gemütlich und mache ein bisschen Wachsgießen, ja, hat mir voll Spaß gemacht. Wie gesagt, ich versuche ja jetzt in den Videos viele Dinge, die ich schon habe, zu verwenden und möchte euch damit anregen, das Gleiche zu tun und habe ja auch versprochen, Wachssiegel immer wieder mit einzubinden in meine Kartenmacherei. So, ich habe jetzt mehrere Siegel gemacht. Eigentlich habe ich ja zuerst das mit euch zusammen gemacht, weiß ich gar nicht, ob ich das alles gefilmt habe. Eigentlich finde ich es ganz schön, aber es überdeckt mir die Vase zu sehr und deswegen habe ich noch einen kleinen Siegel gemacht, den habe ich auch schon öfter verwendet, weil ich finde, der passt hier einfach perfekt hin. Ja, eine Seite mit Formtape, andere Seite mit dann Migmatumbo, weil ich immer denke, auf diesem Plastikzeug, da halten die anderen Kleber nicht so. Ja, und dann ist hier meine Lücke gefüllt. Das war irgendwie für mich hier so leer. Jetzt bin ich zufrieden. Auf zu Karte Nummer 3. Ihr seht hier alles, was ich verwendet habe. Zwei Designpapiere, die Nudelhölzer, zwei Herzchen und ein Kärtchen. Und hier seht ihr, wie ich mein Designpapier zuschneide. Ich habe das mal drin gelassen. Ich lege einfach mein Papier so in der Kartengröße ungefähr auf die Karte und nehme mir einen Bleistift und setze dann Markierung und schneide eben entsprechend dann zu. Deswegen gibt es bei mir hier auch relativ selten Maße.
Wir machen jetzt gleich aus der Karte eine Aufstellkarte. Dafür nehme ich mein Falzbrett und falze mir die Vorderseite ungefähr in der Hälfte und falze die nach oben zum Berg und man hat eine Aufstellkarte. Das kann man, so kann man ganz schnell eben Karten mit so auflegern. So Aufstellkarten machen, wie gesagt, finde ich immer sehr einfach und effektvoll. Jetzt bringen wir uns noch die Papiere übereinander. Ja, jetzt geht es wieder daran, alles zu arrangieren. Zunächst mal sieht es so aus, wird aber gleich ganz anders. Ich habe jetzt hier mein schönes Stempelset Zauberhafte Grüße, ein ganz altes von Stampin' Up, mir herausgeholt und werde erstmal meinen Spruch direkt auf dieses Mini-Kärtchen stempeln. Aber ihr werdet sehen, das verändert sich noch im Laufe der Kartengestaltung. Ja, wie gesagt, ich habe euch das drin gelassen, weil so entwickle ich halt meine Karten. Ich habe erstmal eine Grundidee und meistens kommt es dann ganz anders, aber das kennt der ein oder andere, der regelmäßig bastelt, wahrscheinlich auch. Ja, jetzt habe ich irgendwie gedacht, Muster an der Seite, war mir das einfach zu leer. Und dann habe ich dann mal mein, ist auch ganz alt, auch ganzer Band von Action, habe ich auch noch zwei, drei Sachen, aber ich bin schon fast dabei, es aufzubrauchen, weil so toll ist das nicht. Und ja, friemel mir da eine Schleife, habe ich euch mal erspart und dann geht das munter weiter. Heute auch mal mit doppelseitigem Klebeband, immer bei so anderen Untergründen nehme ich dann auch mal Klebeband, weil dieser Aufleger ist ja so ein bisschen sehr 3D-mäßig. Da denke ich dann immer, das mit dem Flüssigkleber wird nichts. Ja, nochmal die Schleife hin und her gezuppelt und dann, wie gesagt, das eine Nudelholz auf das andere bringen. Ich fand einfach ein bisschen mehr Dimension schöner. Und 3 Stunden später wird immer noch hin und her drapiert. Ihr werdet gleich sehen, jetzt wandern nämlich die Herzchen von rechts nach links und überkleben gleich diesen Spruch wieder, weil ich es dann doch irgendwie doof fand, mit dem Spruch direkt auf der Karte irgendwie. Ja, werde ich jetzt gleich die Sprüche, 2 Stück aus diesem Set, nochmal auf weißem Papier stempeln. Das seht ihr aber nicht so richtig. Wir setzen jetzt unseren Aufleger auf die Grundkarte, dafür drehe ich die Karte um, so wie ihr hier gesehen habt, und setze mir Markierung etwas unterhalb der Falzung der Karte. Hier setze ich jetzt mein, oder bringe ich jetzt meinen Kleber auf, damit eben nur der untere Teil auf der Grundkarte befestigt wird und nicht Kleber eben irgendwie aus Versehen drüber, also über diese Falz rüberkommt. Also könnt ihr auch Pi mal Daumen machen, aber ich mache, da bin ich dann wiederum genau, weil ich nicht möchte, dass der obere Teil an die Karte geklebt wird. Ansonsten gibt es jetzt hier noch eine Schnibbelei mit dem Spruch. Ja, man kann auch Stunden damit verbringen, die Position für den Schriftzug zu finden. Wie gesagt, mir gefällt die Karte ja nicht zu 100%. Das ist eine der 5 Karten, die mir weniger gefällt. Also ist auch schön, aber irgendwas stimmt da nicht. Also und zwar ist es, glaube ich, einfach dieser Spruch oder so. Und ja, irgendwie ist da zu viel los. Aber egal, jetzt kommt noch der Stopper. Da müsst ihr euch einfach ein Teilchen, ich habe hier die Biskuitrolle genommen, mit Formtape versehen und eben schauen, wie euch die Position, Aufstellposition am besten gefällt. Das hängt ja so ein bisschen von dem ab, was ihr gestaltet mit der Karte. Und dann bringe ich nochmal mit Formtape eben meinen anderen Spruch da oben drauf. Und weil es so schön ist und die jetzt immer neben mir stehen, ein paar Nuvo Drops. So, Karte Nummer 4 wird jetzt, ich glaube, die heißen Tunnelkarten oder so, Pop-up-Tunnelcard oder so ähnlich. Habe da bestimmt schon mehrfach gesehen. Ihr seht da meine Stanzteile links und ich habe hier 2 Papiere in 14,5 x 14,5 und diese Papiere falze ich jeweils an beiden Seiten
bei 1 und bei 2 cm. Also wie gesagt, 1 und 2 drehen, 1 und 2 und mit dem anderen Papier ganz genauso verfahren. Mein oberer Aufleger, also das Designpapier, nehme ich mir jetzt und bringe mir mittig hier mein Oval an. Das ist von Create a Smile, diese Ovals mit dem Monsterer-Blatt drin, was ich gerade erst neu habe. Ja, das positioniere ich mir und kurbel das aus. Dann vorsichtig das Papierchen abziehen. Bei mir klappt das auch immer nicht, muss man warm machen, dann geht das besser. Ja, und nun habe ich mir einen Streifen zugestanzt, auf den dann mein Spruch aufgebracht wird. Und ich schaue mal, wie ich alles arrangiere. Auf jeden Fall kommt das größere Teil mit der Schaukel in den Hintergrund. Und das andere schnibbel ich mir jetzt aus, weil das als mit Formtint versehen dann so 3D-mäßig aussehen soll. Jetzt falzen wir uns mal unsere Falzlinien durch. Also von diesen beiden Papierstücken sind immer die äußeren 1 cm unsere Klebelasche. Wir werden diese Papiere an diesen beiden Laschen dann aneinander kleben. Ihr seht auch gleich wie. Ich zeige das jetzt gleich einmal im Bild. Ja, also da, die äußeren Sachen werden genau so aneinander geklebt. Und nun geht das wieder los mit dem Hin- und Hergeschiebe. Aber eigentlich ist es hier relativ einfach. Wie gesagt, das Große kommt in den Hintergrund. Hier mache ich jetzt Formtape drauf auf die kleinere Schaukel. Und hier seht ihr nochmal, wie ich meinen Spruch anbringe. Also hier ist es so, den Spruch könnte man auch, also ich klebe den Spruch ja vorne von innen an mein Designpapier, also an das Oval. Aber man könnte genauso gut auch das Ganze zwischen die beiden Klebelaschen kleben oder bringen. Ansonsten, wie gesagt, drapiere ich jetzt erstmal alles, was in den Hintergrund kommt und später dann, was in den Vordergrund kommt. Hier seht ihr jetzt mal, wie ihr das ankleben könntet, den Spruch, dann würde er noch eine dritte Dimension kriegen, also er, sie, die Karte. Aber ich, wie gesagt, klebe den der Einfachheit halber einfach an meinen vorderen Bereich von innen an. Ihr seht ja, das mache ich Pi mal Daumen irgendwie. Ansonsten könnte man sich auch 10,3 cm zuschneiden, diesen Streifen, weil die Karte ist 10,5 breit. So, Spruch klebt und nun kleben wir uns, wie gesagt, an die äußeren 1 cm bringe ich mir einfach Klebstoff an und klebe einfach die beiden Papierstücke aneinander. Also das ist ja relativ einfach, könnte auch flach, also ich drücke es auch gleich flach. Und dann falzt man die Falzung nochmal nach innen, das habe ich jetzt leider vergessen zu filmen. Ja, in diesem Video mache ich so viel, dass ich jetzt noch vergessen habe, hier euch zu zeigen, wie weitergeht. Ich habe die Kamera wieder nicht angemacht. Also wir haben hier an den Seiten uns die Karte befestigt. Ich habe dann außerhalb der Kamera dekoriert. Ihr seht das hier mit ganz vielen Monsterer-Blättern, mit Dewdrops, die jetzt schon fast durchgetrocknet sind, und diesen drei Muschelblättern. Und wie gesagt, die Karte an sich, die faltet man, also diese Klebelaschen, die wir uns geklebt haben, die faltet man so nach innen. Somit ist die Karte 10,5 x 14,5 und passt in den normalen Briefumschlag. Und hinten könnte man dann was schreiben, kann man auch noch eine Tasche befestigen mit einem Gutschein oder so zum Rausziehen. Also das ist auch eine, falsch rum, das ist auch eine schöne, einfache, effektvolle Karte, die man auch theoretisch mit einem Aufsteller hinten versehen könnte. Also einfach so ein, naja, mache ich vielleicht ein andermal. Wie gesagt, in diesem Video ist ja wieder so viel drin. Ich halte jetzt noch einmal die Karte still, damit ihr sie noch mal gesehen habt. Und dann kommt gleich der Rest der Karten. So, ihr Hasen, ich habe noch eine fünfte Karte gebastelt, weil, naja, also irgendwie, bei mir ist dann immer entweder 3 oder 5. Ist wie bei Blumen, ne? 3 oder 5. Ja, hier muss ich noch ein bisschen vorsichtig sein. Die habe ich jetzt nicht mit euch in der Kamera gebastelt. Ich erzähle euch aber gerne, was ich gemacht habe. Ich habe hier einfach ein Shaker-Element gemacht. Hab mir das wunderschöne Set, ihr habt es ja vielleicht gesehen, 2 Sets von Kreativdepot habe ich verwendet.
Und zwar einmal bei der Karte, bei der Pop-up-Karte, da habe ich hier die Sprüche draus verwendet: Seele baumeln lassen und Time Out. Das heißt, weiß nicht, ob das noch hier Zeit für mich. Und hier habe ich endlich mal wieder, also das habe ich erst einmal verwendet, bin ganz froh, dass ich die mal verwendet habe, diese süßen kleinen Sandalchen. Und hier natürlich für ein bisschen Sommerlaune verwendet. Ansonsten ja, habe ich gesprenkelt. Ich habe hier noch ein paar Crystal, nee, wie heißt das? Dew Drops, Morning Dew, für so ein bisschen Wassereffekt. Die sind noch nicht durchgetrocknet, deswegen sind die noch so milchig. Die Shaker-Elemente sind von Cartier. Ansonsten ja, habe ich einfach alle Federn aus dem Block gesucht. Hier habe ich noch so ein paar Blätterchen hingemacht. Und ja, für den Spruch habe ich hier so einen Leinenfaden verwendet. Ansonsten ist das eigentlich eine einfache Karte, ne? Wenn man das mit dem Shakern. Wenn ihr nicht ein Shaker-Element machen wollt, könnt ihr einfach ja das Element so nehmen, wie es ist und hier drinnen was stempeln zum Beispiel. Jo, also ich finde die auf jeden Fall. Jo, jetzt gerade ist es mein Favorit, obwohl ich finde eigentlich alle Karten schön. Es gibt eine einzige, die mir nicht so gefällt. Also die ist auch schön, aber ja, die hier ist halt der Burner, genauso gut wie diese hier. Die Pop-up-Karte. Da muss ich auch noch ein bisschen vorsichtig sein, weil ich hier die Tautropfen noch durchtrocknend habe. Wie gesagt, die hier sind von Create a Smile, habe ich meine neuen, das Oval verwendet und die, das hat jetzt irgendwie gepasst. Dieses Glitzerpapier ist von Action, also das verwende ich auch zu selten eigentlich. Also das hier, da war jetzt die eine Farbe total passend, fand ich. Und ja, also ich finde, für Detail hatte ich erst so keine Idee, aber jetzt so finde ich es einfach ein Träumchen. Dann haben wir die erste Karte, die finde ich auch zauberhaft. Ja, irgendwie so die Brillen, ne? Also eigentlich diese ganzen Teile habe ich auch erst nicht so gewusst, was ich damit mache. Aber jetzt so im Arrangement finde ich sie sehr, sehr schön. Dann diese Karte, die finde ich auch einfach ein Träumchen, mal anders aufzuklappen. Habe ich gar nicht gezeigt, glaube ich. Mit einem Siegel, endlich mal ein Siegel wieder verwendet. Und die, ich weiß nicht, die dritte Karte oder so, ist eine Aufsteckkarte. Da wollte ich einfach nochmal, ich finde Aufsteckkarten immer easy und effektvoll und man verbraucht auch noch Standsteile. Die fällt mir jetzt so medium. Aber gut, ich meine, wenn man jemanden beschenkt, der auch was kocht oder wenn man einen Kuchen backt und dazu vielleicht eine Karte oder so. Ja, aber irgendwie ist mir die zu verspielt jetzt dann am Ende. Ja, ansonsten bin ich eigentlich happy damit. Ich hoffe, ihr auch. Ihr seht schon, irgendwie ist das Licht heute ein bisschen komisch. Ich hoffe aber, es hat euch gefallen und bedanke mich für eure Geduld und fürs Zusehen. Und ja, wünsche euch jetzt einen schönen Abend, Nachmittag, Morgen, Nacht, was auch immer jetzt kommt. Und dann bis zum nächsten Video. Tschüss.